Umsatz heute gemacht an den Aktienmärkten und das liegt vor allem an zwei entscheidenden Mechanismen. Einmal Schwerkraft, auf der anderen Seite Mechanik, könnte man sagen, oder darf ich vielleicht sagen als Nicht-Naturwissenschaftler, dass es diese beiden Prinzipien sind, die heute ausschlaggebend sind. Mechanik, damit meine ich den Optionshandel. Da ist eine gewisse Logik, eine sich selbst verstärkende Dynamik, die nach oben gewirkt hat, die aber eben auch nach unten wirkt, wenn es denn mal einen nach unten gibt. Es hat ja lang genug gedauert, länger als eigentlich zu erwarten ist in einer solchen Situation. Und das bringt uns auf den zweiten Punkt, nämlich Schwerkraft. Wir haben alle Parameter am Anschlag gehabt, extreme Positionierung von Anlegern. Alle sitzen im selben Boot, auf derselben Seite des Bootes. Und dann kentert mal ein solches Boot und einige fliegen ins Wasser und es kommt zu ein paar hässlichen Szenen. Genau das ist heute passiert. Schauen wir uns die Dinge mal an, was da genau abgelaufen ist oder abläuft, um ein Bild uns zu machen, was da wirklich der Fall ist. Wir haben zunächst mal jetzt zur Mechanik, nämlich zum Optionshandel. Wir sehen, dass hier vor allem Calls gekauft wurden, also Wetten auf steigende Märkte, entweder bei Indizes wie dem Nasdaq oder eben bei einzelnen Aktien wie bei Tesla, Apple, diese Geschichten. Und wir haben hier eine massive Steigerung gesehen, vor allem wohl von Privatinvestoren, aber teilweise auch von institutionellen Investoren. Die sind also vollgesogen mit Calls, die wetten also auf steigende Märkte und das mit einem sehr kurzen Zeitfenster. 75% aller Optionen, ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, die hier gehandelt werden, haben eine Laufzeit von weniger als 2 Wochen. Also das ist ein Quickie, könnte man sagen. Das muss funktionieren, das muss schnell gehen, das macht Spaß. Aber es funktioniert eben nur so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Und heute ist mal eine solche Situation, die nicht mehr funktioniert, wo es ein kleines Blutbad gibt. Das heißt nicht, dass wir jetzt eine Trendwende schon gesehen haben, aber es ist zumindest mal ein deutliches Warnsignal an diejenigen, die wie David Portnoy, das Symbol und Idol der Robin Hood, das sagt, Aktien steigen immer. Wir sehen heute, nein, es gibt in kleinen Ausnahmesituationen mal den Fall, dass sie nicht steigen. Es ist also so, dass manchmal die Schwerkraft eben doch noch gültig ist und wenn dann noch Mechanik hinzukommt, dann wird es ein bisschen unschön. Wir haben heute eine Marktkapitalisierung der US-Indizes gehabt auf dem Hoch oder sagen wir mal gestern. Von knapp 188% hat es noch nie gegeben, ist in jeder Hinsicht extrem und wir sehen hier diese technischen Parameter, der Nasdaq 33% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Normalerweise tendieren größere Märkte vor allem immer dahin, dann irgendwie zu einem gleitenden Durchschnitt zurückzukehren. Das würde also bedeuten, dass der Nasdaq 33% fallen muss, ist natürlich eine Menge Holz. Heute hat er, glaube ich, 4 oder 5% auf die Mütze gekriegt, zwischenzeitlich, und wir sehen, dass der RSI, also der relative Stärke, Index, der darüber Auskunft gibt, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist, dass der auf dem höchsten Stand seit Januar 2018 war. Also hier sehen wir, dass die Schwerkraft dann dafür sorgt, dass die Dinge dann sich ein bisschen wieder normalisieren. Noch sind wir weit entfernt von einer Normalisierung. Da müsste schon noch viel mehr passieren an Wegen nach unten, denn es ist so, dass die Bewertungssituation nach wie vor absolut extrem ist. Ja, wir haben einzelne Aktienstories, die durchaus sexy sind, die durchaus eine Erfolgsgeschichte sind, gar keine Frage. Dennoch sind die Bewertungen zu hoch. Auch bei diesen Dingen, die sehr sexy sind, sind die Bewertungen sehr hoch. There is an alternative. FOMO, MOMO. Ich hatte darüber ein Video mal gemacht. Hier sehen wir weiteren Parameter für Überkauftheit. 35% aller Aktien im Nasdaq 100 haben einen RSI über 70, sind also sehr, sehr stark überkauft, kann man sagen. Dementsprechend, wenn dann einige verkaufen, dann entsteht eben Druck, dann werden Stop-Losse gezogen. Kluge Investoren haben diese Rallye mitgemacht, dann aber eben auch ihre Stops nachgezogen und die sind heute aus dem Markt gespielt worden. Und diejenigen, die sehr spät eingestiegen sind, die haben jetzt vielleicht ein Problem, denn man weiß nicht, wann das aufhört. Denn die Mechanik des Optionsmarktes kann durchaus dazu führen, dass jetzt die Korrektur auch länger dauert, als die Bullen glauben, so wie die Aufwärtsbewegung viel länger gedauert hat, als die Bären glaubten und die Bullen recht hatten, kann es jetzt sein, dass diese Abwärtsbewegung, die auch übrigens saisonal sehr typisch ist, wir haben dann in den ersten Septembertagen dreht sich das meistens in Jahren, in denen eine Präsidentschaftswahl stattfindet, also es ist jetzt nicht so fürchterlich ungewöhnlich. Heute auch interessante Schlagzeilen, speculative frenzy in options market could be a warning signal for stock. Also die Übertreibungen am Optionsmarkt könnten ein Warnsignal sein für die Aktienmärkte. Charlie McElligott von Nomura
einer der besten Strategen, der sich gut auskennt mit Marktmechaniken, hat heute gesagt, fühlt sich an wie ein Unfall, der jederzeit passieren kann und eigentlich irgendwann passieren muss. Heute ist ein bisschen ein Unfall passiert, und was auch dazu beiträgt, zu diesem Stimmungsumschwung heute, ist die Schlagzeile, die Sie unten sehen. Die Deutsche Bank hat nämlich JP Morgan und Bank of America empfohlen zum Kauf, und das hat natürlich dann so eine gewisse Umschichtung in die so schwer verprügelten Bankenwerte gebracht. Die überhitzten Tech-Werte werden gemieden. Man geht dann ein bisschen eher in das, was schlecht gelaufen ist, also eine Rotation, die wir hier sehen. Was haben wir noch? Wir haben ohnehin weitere Warnsignale gesehen durch die sogenannten Financial Conditions, die Finanzbedingungen. Da zählen die Aktienmärkte mit dazu. Hier sehen wir eine extreme Laxheit eben dieser Financial Conditions, die wir so selten gesehen haben, beziehungsweise jetzt einen Boden erreicht haben, wo es laxer eigentlich nicht mehr geht. Und wir haben Sid Donald, der sich heute geäußert hat und gesagt hat, ja, guckst du, immer wenn die Medien praktisch eine Umfrage machen, in der ich nicht klar führe, dann gehen die Aktienmärkte nach unten. Gell, das ist logisch. Ich meine, es gibt keine andere Erklärung, dass die Aktienmärkte nach unten gehen. Außer, dass die Umfragen für den Donald jetzt nicht so super sind, gell? Aber das sind ja eh Fake-Umfragen, wie er hier richtig sagt. Also die stimmen hundertprozentig nicht. Es stimmen nur Umfragen, wo der Trump vorne liegt. Das wissen die Anhänger alternativer Fakten sehr genau. Und interessant ist, dass Sid Donald schon im Februar ja getwittert hatte, hier neues Allzeithoch beim Dow Jones. Gratulation, gebt euer Geld aus, seid happy. Im März war dann nichts mehr so richtig happy. Und wir haben jetzt gestern diesen Tweet gehabt, als er sich freudestrahlend vor die Tastatur setzte und sagte, ja, der Dow Jones hat die 29.000er Marke erreicht. Wenn Joe Biden, und er nennt ihn hier Joe Biden, weil der sich versteckte laut Donald Trump, der weicht vielleicht diesem Fernsehduell aus, weil wenn der hier an der Macht wäre, dann würde es einen absoluten Crash geben, ganz sicher. Jeder, der US-Präsident ist und nicht Donald Trump heißt, würde sofort einen Crash verursachen. Wir sehen jedenfalls, dass wir schon in der Verbraucherstimmung, ich hatte auch in einigen Videos immer wieder darauf hingewiesen, eine gewisse Differenz sehen zwischen der Stimmung der Verbraucher und den Aktienmärkten. Normalerweise läuft das relativ konkurrent, relativ parallel. Diese Logik ist aufgehoben worden. Kommen wir zu something completely different, meine Damen und Herren. Kommen wir zur Realität. Das ist die Wirtschaft, und wir sehen hier Liz Ann Saunders mit einem interessanten Tweet. Wir hatten ja heute vermeintlich bessere US-Erstanträge. Nun ja, dazu muss man wissen, dass ab heute eben das Bureau of Labor Statistics, das diese Daten erfasst, eine andere Methodik angewandt hat, und diejenigen, die davon wussten, schon vorher gesagt haben, die Zahl wird geringer ausfallen, diese Erstanträge, also besser für die Märkte sozusagen zu lesen sein, als die normalen Prognosen sind, denn man hat einen Faktor, der sonst sozusagen die Erstanträge eher nach oben ziehen würde, rausgenommen, saisonale Anpassungen, das ist eher ein Meisterwerk der Amerikaner. Jedenfalls sehen wir, dass diejenigen, die jetzt in irgendeiner Form Hilfen wegen der Corona-Krise beantragen, sogar gestiegen ist von 27 Millionen auf über 29 Millionen, und das im Vergleich zur Vorwoche. Also wir sehen null Entspannung am Arbeitsmarkt, wir sehen null Entspannung sozusagen hier in dieser Richtung. Wir sehen Entspannung bei denjenigen, die in Gold investiert sind, zum Beispiel in Xetra Gold. Da ist der Scholzomat gescheitert, der größte anzunehmende Finanzminister der Weltgeschichte. Der ist gescheitert am bösen Koalitionspartner CDU mit der Steuer auf Börsengold, also zum Beispiel Xetra Gold, das hätte er ja besteuern wollen, weil man besteuert ja gerne mal was, wenn man auf der anderen Seite auch viel ausgibt, ne? Müssen wir ja was reinholen, und da hat er sich den Goldmarkt angeschaut und gesagt, da ist lecker was zu holen, und jetzt ist aber leider nichts mehr. Das ist eine gute Nachricht für diejenigen, die da investiert sind. Schauen wir uns mal die Situation an den Märkten an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen im 4-Stunden-Chart von Capital.com, das ist der Nasdaq 100. Und ja, man kann sagen, das ist schon ein kleines Korrektürchen, vielleicht ein kleines Korrektürchen, nicht groß, nur ein bisschen Korrektürchen, aber natürlich haben wir natürlich das Sicherheitsnetz der Fed unter den Hintern der Investoren gespannt. Also das ist eine temporäre Erscheinung, und wir sehen, dass da durchaus jetzt eben hier eine Top-Formation zu erkennen ist bei 12.400, und dann ging es bergab. Der DAX war zuletzt ja sehr, sehr bullisch. Der hat ja immer das Talent, dann nochmal Gas zu geben, wenn die Amis schon fertig haben.
haben. Ich habe fertig, sozusagen, sagt sich dann der Amerikaner, während der DAX sich noch sagt, wow, ist alles so wunderschön bunt hier. Und wir sehen, dass auch der DAX jetzt in Richtung 13.000 unterwegs ist. Wir waren kürzlich ja noch über der 13.400er Marke sogar. Fast in Sichtweite des Allzeithochs. Was macht Le Gold? Das ist, naja, es hält sich ein bisschen. 1930 passiert nicht so wahnsinnig viel, auch im Euro-Dollar nicht so viel Bewegung wie zuletzt, als wir ja hier praktisch gesehen haben, dass da was nach unten ging. Diese Dollarstärke war vielleicht auch ein kleines Warnsignal. Also, es ist Mechanik, es ist Schwerkraft, es ist der Lauf der Dinge, die irgendwann sich zu normalisieren beginnen. Für mich schwierig, immer solche Dinge zu kommentieren, die dermaßen irrational, derartig blasig sind und sich da jeden Tag vor die Kamera zu stellen. Dementsprechend ist es durchaus mal wohltuend, dass wir es mit Märkten zu tun haben, dass also Märkte nicht nur heißt steigende Kurse, weil die Fed wird es richten und die Bewertungen steigen ins Unendliche, sondern eben wirklich jetzt auch mal Spannung wieder da ist. Wie geht's weiter? Und hier jetzt plötzlich eine andere Dynamik im Spiel ist. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen was das Allerbeste und sage Servus und Ciao.